vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, Standort Mainz. Ich bin stolz über diese Begrüßung. Es zeigt einmal mehr das Interesse am Freistaat Bayern. Jawohl, ich darf Sie, halten Sie bitte den Rand da drüben. Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen im Namen der Bayerischen Staatsregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir gehen da nachher noch drauf ein. Wir wollen doch das Miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es kann doch nicht sein, dass jeder hier in Deutschland sein eigenes Süppchen kocht. Wir wollen das große Miteinander und darum machen wir jetzt hier 30 Minuten bayerische Leitkultur, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich weiß, Sie hätten Horst Seehofer gerne gesehen, Horst Seehofer. Ja, bitte, ich weiß es doch, er wäre sehr gerne mitgekommen, er lässt sich entschuldigen, er ist auf einer Minarettanweihung am Tegernsee. Schauen Sie, mein Gott, meins, ich schwöre es doch, Sie haben Vorurteile. Na, Sie denken sich ja, na, dieser saturierte Haxenfresser mit diesem Lodenkittel, der hat bestimmt Grundbesitz. Lassen Sie uns über... Da müssen wir doch drüber hinwegkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen doch das Miteinander. Wir wissen doch in Bayern, dass wir teilen müssen, ganz klar. Und da gibt es starke Initiativen. Unsere Sozialarbeiterinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Starnberger Landfrauen. Die Starnberger Landfrauen, die sind heute in der Früh los mit der Cessna vom Schubeck und machen in Sierra Leone eine Thermomix-Vorführung. Also... Da können Sie doch nicht sagen, dass sich nichts tut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir entwickeln uns doch in Bayern und ich möchte das Miteinander. Schauen Sie, wir wissen doch, dass es nur gemeinsam geht. Natürlich haben Sie Fragen, das ist ja klar. Natürlich, und ich sehe es ja, Sie springen mir ja förmlich ins Gesicht, Sie wollen es jetzt wissen. Und da gehört auch Mut dazu, zuzugeben, dass man Hilfe braucht. Und ich beantworte gern. Ich beantworte Ihre Fragen gern. Natürlich denken Sie sich, wie machen die Bayern das? Wie schafft es dieses Bayern, so erfolgreich zu sein, obwohl es diesen Klumpfuß namens Deutschland hinter sich herschleift? Bitte, ich komme gleich rüber. Na, schauen Sie, das hängt sicherlich mit der Abstammung der Führungskräfte zusammen. Angela Merkel hat keine geschlossene Ahnenkette und das ist... Das ist ein Skandal. Der bayerische Ministerpräsident hingegen stammt eindeutig und lückenlos vom bayerischen Volkshelden Eusebius dem Wirbellosen ab. Wirklich, es gibt keinen Ministerpräsidenten, er wird sonst nicht aufgestellt. Also wenn er nicht von Eusebius dem Wirbellosen abstammt, wird er nicht aufgestellt, darum hat der Söder gute Chancen. Also Sie sehen das. Es geht nur, wenn man miteinander redet und sich austauscht. Und ich möchte Sie ja einladen. Lernen Sie dieses Bayern kennen. Wir haben Bräuche, identitätsstiftende Bräuche. In Starnberg zum Beispiel, da haben wir den Brauch vom Starnberger Gratlerscheichen. Da wird der Starnberger mit dem niedrigsten Bruttojahreseinkommen nackt durchs Dorf getrieben. Und ja, ich weiß, das gibt es in Frankfurt auch. Und dann mit seiner Steuererklärung an den Maibaum gefesselt und... Ein ganz alter Brauch, und da kommen die kleinen Kinder von der Starnberger Kita, von der Maschmeyer Kita und schmeißen frische Sommertrüffel drauf. Also, schauen Sie, das ist Identität, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Franken haben wir den Brauch vom fränkischen Häuselgruß. Da wird zugezogen, also Neuankömmlingen im Dorf, ein netter Gruß an die Fassade gesprüht. Und dann wird die Behausung in Brand gesetzt. Ja, bitte, wir sind Christen, wir wissen, was wir tun. Das ist ein alter christlicher Brauch, dass die Pilger aus dem Morgenland die leuchtende Behausung auch finden. Also, bitte Ruhe, das macht man heute natürlich nicht mehr, die Behausung in Brand setzen, aber manchmal rutscht den Franken halt im Zuge der Heimatpflege der Benzinkanister aus. Ja, da brauchen wir nicht so streng sein. Das ist mittlerweile ja Deutschland. Das sind identitätsstiftende Bräuche. Aber schauen Sie, bevor das jetzt hier in einen söderschen Frontalunterricht ausartet, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen das Ganze ja, die bayerische Kultur, die Heimat ja auch musikalisch näher bringen. Diese Überleitung habe ich vom Musikantenstadl. Und deswegen bitte ich Sie jetzt hier in Mainz auf dem Lerchenberg mit einem tosenden Applaus und mit Damengeschrei meinen Rinder-Rhythmus-Gitarristen Markus Schalk auf die Bühne zu jubilieren. Applaus
Vielen Dank. Also, Sie dürfen sich jetzt dürfen Sie sich entspannen, Sie dürfen sich zurücklehnen. Der offizielle Teil ist hiermit beendet. Das sehen Sie immer, wenn ich diesen Lodenkittel weglege. Also, der macht was mit einem. Ne? Das ist bayerischer Heldenloden. Also, wenn man den trägt, man redet anders, man fühlt sich ja fast unverwundbar. Ne? Also, man fühlt sich unschlagbar. Ne? Es liegt auch daran, dass bayerischer Filz nicht atmungsaktiv ist. Das, was ich spreche, das ist kein Bayerisch im originären Sinne. Also ich bin so ein Dialekt-Wolpertinger, bei mir steckt da also alles Mögliche mit drin. Sie müssen wissen, wir sind erst spät dazugekommen. Also das Allgäu ist sehr spät zu Bayern dazugekommen. Man hat bei uns immer gesagt, ja, wir gehören da auch dazu. Na, wir sind auch selbstbewusst auf dieses Oktoberfest gegangen. Na, mein Papa hat auch so eine Masse, so ein Liter Bier getrunken, was sie ja in NRW muskulär gar nicht in der Lage sind zu heben. Na. Ne? Und jedes Mal, ich sag's Ihnen, jedes Mal kam irgendein Trachtenseppel hinten raus, der gesagt hat, hey, Hans, Franz, da ist ein Schwab, der sauft uns das Bier weg. Das war für mich schwierig. Ne? Man ist dann in so einem Identitätsvakuum. Ist man schwäbisch, ist man algerisch, ist man bayerisch. Ne? Und dann habe ich als Kind im Fernsehen, ich habe als Kind sehr viel öffentlich, also fast nur eigentlich öffentlich-rechtliches Fernsehen geschaut. Ich war sehr auf Qualität aus. Da bin ich als Allgäuer Kind bin ich hängen geblieben im bayerischen Fernsehen. Na, da hört man da sowas wie, ja, grüß euch Gott. Oh, 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 oh. Ja, grüß euch Gott und herzlich willkommen hier im bayerischen Rundfunk. Oh, 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 oh. Zur Stunde der Gemütlichkeit. Und jetzt haben wir gesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie die Naturheilerin, die Alvina Aschenbrenner, einen Druckverband aus wiedergekäuten Brotresten aufgelegt hat. Und jetzt wird's wieder zünftig, es war meine Musi. Jetzt hören Sie die Wampenzwickerpolka von den Fotzelschnalzelschwestern. Ich sage Ihnen das, damit haben wir nichts zu tun, wirklich. Also ich möchte mich in aller Form distanzieren von altbayerischer Brauchtumshybris. Das können wir uns im Allgäu auch nicht leisten. Wissen Sie, da wo wir herkommen, das ist das strukturschwache Bayern. Also ich sage das oft, wenn die Leute noch in Mettmann zu mir gesagt haben, ach in Bayern, da geht es Ihnen doch wirtschaftlich super gut. Dann sage ich, das dürfen Sie nicht sagen. Bayern ist geteilt. Ich hole dann immer meine Flipchart raus. Ich mache ja sehr viel so Cultural Coachings in Hessen, in NRW. Ich hole die Flipchart raus, da sage ich, durch Bayern fließt der Lech und der teilt in Arm und Reich. Also wir entwickeln uns tatsächlich westlich des Lechs langsamer. Es gibt im Allgäu, im Bayerisch-Schwaben immer noch Einöden. Da gibt es kein Breitband-Internet und da hat die Kirche natürlich leichtes Spiel. Und, das ist schön, dass Sie da lachen. Wenn ich das daheim erzähle, ist immer ganz ruhig. Ich sag's Ihnen, da findet man heute noch mit EC-Karte bezahlte Applausbelege. Und da müssen wir hinschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dahin möchte ich Sie entführen. Stellen Sie sich mal eine Traktorentankstelle vor. Thank you, Markus. Eine gottverlassene Traktorentankstelle. Und there is nothing around. Da ist nichts außen herum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nur Steppe und Savanne. Wir sehen ein ballförmiges Astgewölle, das vom Wind von links nach rechts getragen wird. I'm taking you to a poor region, I'm telling you. Der Blues, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Blues kommt nachweislich aus dem Allgäu. Und dann nehme ich sie mit. Wir sehen diese rostige Traktorentankstelle und ein rostiges Tankstellenschild, das einsam im Wind wiegt. Es ist nichts, nur Steppe und Savanne. Und jetzt sehen wir hinter der Dieselzapfsäule, meine sehr verehrten Damen und Herren, da kommt eine kleine Katz hinten raus. Also nicht, was Sie sich jetzt vorstellen. Sie denken an so eine Mainzer Luxuskatz, so eine dicke, aufgebürstelte Schäberkatz. Nein. Wir sehen eine Allgäuer Nutzkatz.
eine dreibeinige, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Mähopfer. Stellen Sie sich das ganz genau vor. Es muss in Ihrem inneren Auge entstehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt schauen wir dann diese Katze, eine dürre Katze mit großen Augen. Die hat Hoffnung, diese Katze. Und hinter dieser Tankstelle, da sehen wir in der Ferne eine freie Feuerstelle. Also es wird im Allgäu grundsätzlich alles verbrannt, was man kostenpflichtig entsorgen müsste. Wir sehen ein violett loderndes Asbestfeuer und meine Oma steht daneben und schmeißt noch ein paar Gummistiefel rein und die freut sich so. Die hat eine Freude im Gesicht, wenn die Gummistiefel verbrennen kann, meine Oma. Und jetzt schauen wir hinten in der Ferne, da sehen wir am Horizont die Silhouette eines schmächtigen Allgäuer Kindes auf einem rostigen Damenrad mit Dreigang-Nabenschaltung. Sie sehen jetzt mich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht sehr schwer zu treten, sehr schwer. Aber ich trete immer weiter, weil ich Hoffnung habe. Wissen Sie, wirklich, ich habe Träume gehabt, berufliche Visionen. Ich wollte Bofrostfahrer werden. Das hat mich fasziniert, mit so einem 3,5 Tonnen rumfahren und gefrorene Kroketten beim Fenster rausschmeißen. Und die Frauen, die freuen sich so, die hupfen auf, wie wenn der Thermomix-Vertreter kommt. Und ich wusste, ich kann das erreichen, wissen Sie. Und jetzt schauen wir hinten am Horizont, da sehen wir den Lech, die bayerische Naturgrenze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf der Allgäuer Seite, da treiben die Skelette toter Kälber flussabwärts. Und nun blicken wir da gemeinschaftlich über den Lech drüber und da sehen wir das gelobte Land, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sehen wir den Landkreis Starnberg in Oberbayern. Da sehen wir die Starnberger Gesichtschirurgenkinder mit ihren gespannten Gesichtern. Die kommen da angefahren und hupfen da rein in diesen Lech mit ihren Schwimmnudeln. Die haben diese Schwimmnudel. Ich wollte auch so eine Schwimmnudel haben, aber mein Papa hat gesagt, so ein Sauklump kommt uns nicht ins Haus. Na, irgendwann hat er mir dann aus dem Fensterstock diesen gelben PU-Dichtschaum rausgeschnitten. Das haben wir dann so rumgebunden, das hat ausgeschaut wie eine vertrocknete Ingwerwurzel. Ich sag's, ich bin ja verlacht worden, wirklich. Bei uns hat man nicht gespielt, das war nicht möglich. Bei uns hat man gearbeitet. Das schwäbische Prinzip, Schaffer, 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 wirklich. Meine Mama hat 24 Stunden am Tag gearbeitet. Ich war eine Ackergeburt. Meine Mama hat mich die ersten 2 Stunden für eine Kartoffel gehalten. Und das macht demütig, das sage ich Ihnen. Das ist wahre Demut. Auch meine Oma, wenn nichts zu tun war am Sonntag, dann hat die ein Stahlrohr aus der Hütte im Unterdorf unter größten Beschmerzen ins Oberdorf hinaufgezogen. Und dann im Oberdorf hat sie es umgedreht und wieder ins Unterdorf hinabgezogen. Nur damit alle sagen, dir schaffert jeden Tag. Und meine Oma kam irgendwann zu mir her und hat gesagt, Enkelsohn, die Mutter meiner Mutter trug einst dieses Rohr. Und die Mutter der Mutter meiner Mutter trug einst dieses Rohr. Und irgendwann wirst du dieses Rohr tragen. Und ich habe gesagt, ich mach das nicht. Ich stand damals am Blech, ich habe damals meiner Mama schon gesagt. I told my mama, I said, Mama, please, in the name of the Lord, I wanna go over the river. Mainz, give it to me. Oh, yeah. I wanna go over the Lech. And my mama said, you gotta listen what my mama said, Mainz. My mama said, oh boy, oh dear good boy, if you go over the Lech, you cannot come back. Aber ich hab's geschafft nach München und heute nach Mainz und sie macht das möglich. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, schauen Sie.
Lisi, denn ich habe mir das schon gedacht, dass das eine gute Idee ist, Ihnen das mit Musik zu erklären. Ich habe es vorhin Markus nochmal gesagt. Ja, wirklich, aber genau das ist ja das, was Sie suchen, wissen Sie. Dieses ursprünglich Ländliche, das ich da gerade besungen habe. Das einfache, Rurale, das suchen Sie. Ich weiß das, die Mainzer. Ich kenne Sie ja. Sie sind ja zu uns rausgefahren. Ich weiß das noch, das war immer besonders, wenn Sie gekommen sind. Weil mein Papa hat immer aus der Küche rausgeschrien, Mainzer kommen, Kinder raus zum Betteln. Und ja, da haben wir uns ein bisschen einen Ruß vom Auspuff vom Fiat Panda ins Gesicht geschmiert. So. Also sie waren immer großzügig, wie die Stuttgarter. Immer großzügig und sie fahren die gleichen Geländewagen. Also na, sie sind da rausgekommen, Mainzer Patrizier, kommen ins Allgäu mit diesen großen Kutschen, mit diesen Geländewagen und diesen Daunensteppjacken. Die Türen von den SUVs sind riesig, aber die Jacken sind noch größer. Und dann kommen sie da so schwerfällig daher. Ich habe das in vielen deutschen Innenstädten beobachtet. Da laufen sie mit diesen Daunensteppjacken wie so aufgeblähte Michelin-Männchen laufen sie da herum. Also lassen Sie das einfach, das schaut nicht gut aus. Wirklich, in München, ich habe das beobachtet, diese Daunensteppjacken, das ist ein elaboriertes Kastenwesen. Da können Sie an der Anzahl der Steppsegmente die Kastenzuordnung ablesen. Ja. Zählen Sie mal Ihre Segmente, dann wissen Sie, ob Bauer oder Patrizier. Ja, das geht immer nur um Abgrenzung, das ist so schade. Aber auf der einen Seite sehnen Sie sich dann nach der ländlichen Einheitsgesellschaft. Und in München ja genauso. Oft in München so Damen am Odeonsplatz belauscht, so Damen mit so gespannten Lippen, die gesagt haben, wir fahren heute Nachmittag mal raus aufs Land, um mit dem Bauern vor der Scheune ein Butterbrot zu essen. Einfach nur ein Butterbrot mit grobem Salz. Aber das Salz muss grob sein, das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist es ursprünglicher. Und dann reißen wir das Brot selbst vom Öko-Krustal ab. Dann haben wir vom Essen auch noch was gearbeitet. Oh, köstlich, köstlich. Sie kennen das, ich brauche das nicht ausführen. Diese Leute kommen dann zu uns raus. Ich habe ja in München einmal gearbeitet. Ich habe am Anfang das ja nicht zugegeben, dass wir da aus der Landwirtschaft kommen, dass ich einen Hof daheim habe. Man hat sich so ein bisschen geschämt bei uns daheim damals, aber meine Kollegen an der Bank, also aus dem Credit Office, Silke und Jörn, die, ja, die haben das rausgefunden. Also das lag sicher daran, dass meine Mama meine Bankanzüge immer mit den Stall-Overalls in einer Waschmaschine gewaschen hat. Ja, aber ich sage Ihnen, ich hatte ein Düftchen. Ich war der authentische Stallstinker auf einen Schlag. Ich war ein Star mit diesem Düftchen in München, wirklich. Der Jörn, der kam zu mir ins Büro reingesprungen und hat gesagt, Mensch, Max, ihr habt wirklich eine Landwirtschaft zu Hause. So richtig mit Rindern, mit so Mumu-Rindern. Und ich habe gesagt, ja, was denkst du, sollen wir Affen melken oder was? Also, die Münchner, wirklich, die lieben das. Und da wollen die mal rauskommen. Können wir mal rauskommen, können wir mal mithelfen? Und ich habe immer gesagt, nein, so gut sind wir nicht versichert. Also, die gehen wirklich, aus lauter Verzweiflung gehen sie auch in diesen Laden hinein, das weiß ich doch. Da suchen sie das Einfache, das Bodenständige, dieser Tempel der neuen Bodenständigkeit. Manufaktum heißt es. Manufaktum, ich sag's Ihnen, da stehen erwachsene Menschen, Patentanwälte mit feuchten Augen am Wurzelbürstenregal. Jost, komm mal rüber, das ist eine Wurzelbürste. Ich fass es nicht. Eine Wurzelbürste, das hatte meine Großmutter auch schon. Ja, das war damals auch schon ein billiges Klump. Also, ich bin ja hineingegangen in dieses Manufaktum. Ich habe gesagt, das schaue ich mir an, dieses Dehner Gartencenter für Neureiche. Also, wirklich, ich bin hineingegangen. Mit. Mit meinem Geschmäckle, mit meinem Stalldüftchen bin ich da hineingegangen und sofort habe ich eine Horde schnüffelnder Unternehmensberater hinter mir herlaufen gehabt, mit wehenden Goldknopfsackos, wie so Trüffelschweine. So. Na, was riecht denn da so authentisch? Das ist der da hinten, der Kleine mit dem Lockenkopf, der mit dem Bauerngesicht. Bleiben Sie mal stehen, Sie riechen so authentisch, ist das ein Eau de Toilette? Und ich habe gesagt, nein, das ist Eau de Gül, hauen Sie ab. Also, wirklich. Das, was Sie suchen, na, Mainz oder auch Sie zu Hause, liebe Mit-30-jährige Dreisat-Zuschauerin, die gerade in der Promotion steckt und sich das gerade on demand in der Mediathek abruft. Applaus
Authentizität, das, was sie suchen, das kann man nicht lernen, das kann man nicht kaufen, das hängt mit dem Aufwachsen zusammen. Während Sie, was weiß ich, im humanistischen Gymnasium Altgriechisch gelernt haben, bin ich im Hof gesessen und habe Katzen am Schwanz rumgewirbelt. Also frei gespielt, ohne Leistungsdruck, wirklich, ich sag's Ihnen. Ich hab ja die Kinder von Silke und Jörn kennengelernt in München. Die hat man mir gleich wieder weggezogen, weil die dürfen ja keine Lücken im Lebenslauf haben. Ich sag's Ihnen. Mein Lebenslauf ist ein Riesenloch. Ich bin rumgerannt, ich bin in Löcher hineingefallen. Teilweise war ich ein Dreivierteljahr so am Loch gelegen. Ja, natürlich, das muss man halt dann in den Lebenslauf nicht hineinschreiben. Ne? Sonst hätte man ja hineinschreiben müssen, habe von 91 bis 92 in einem Fuchsbau bei Oberstdorf gelebt. Ne? Da haben wir dann eingeschrieben, Schüleraustausch. Also. Ich sage es Ihnen, ich habe gespielt mit Katzen, habe ich mit Katzen gespielt. Wirklich, das war toll, Katzenwippe. Das war ein Brett, ein Ziegel und eine Katz. Und ja, sowas, das finden Sie lustig, gell? Wenn es unkorrekt wird. Nein, schauen Sie, ich weiß schon, das tut mir auch leid, aber ich konnte ja damals keine Flugkurven in der Schule berechnen, aber ich konnte Ihnen genau sagen, wo die Katze aufkommt. Also, intuitiver Zugang zu mathematischen Inhalten. Ich weiß ja, ich muss aufpassen. Gerade in Ballungszentren, in Städten haben Sie einen anderen Bezug zur Katz. Sie haben ja nur eine und die hat dann einen Namen. Also, wir haben einen Bestand. Und der variiert je nach Auslastung der Hauptstraße. Also, ich weiß doch, bitte wirklich, ich habe ja auch Freunde in München, die haben auch so Stadtkatzen, ein Psychoanalytikerhaushalt in Bogenhausen. Die Katzen heißen Maria und Philippa, sind richtige Psychoanalytikerkatzen, die schauen auch immer so reflektiert. Ja, die eine hat so einen Seitenscheitel, die andere schielt so deppert. Also, ich sag's Ihnen, diese Viecher werden verwöhnt, das können Sie sich nicht vorstellen. Die Maria, die frisst nur Atlantik-Thunfisch und die Philippa nur Pazifik-Thunfisch. Und wenn dann die Maria an den Falschen hingeht und hineinbeißt, dann übersäuert sie. Ja, und dann muss man in die Katze am Basenwasserschlauch einstecken. Basenwasser auf Stufe 5, damit sie sich wieder neutralisiert. Und die andere, die humpelt noch so wehleidig mit ihrer Titanhüfte über die Veranda. Wissen Sie, also so viel Geld haben wir nicht mal für meine Oma ausgegeben. Ich sage Ihnen das. Das ist eine Katz. Wenn Sie 10 Jahre lang mit einer Katz so umgehen, dann setzt die sich irgendwann im Fernsehsessel und sagt, gib Fernbedienung her, Helene Fischer kommt. Wirklich, ich meine, das klingt jetzt alles da in meinem Aufwachsen mit den Stallkatzen, das klingt so idyllisch, ich muss da ehrlich mit Ihnen sein, ich konnte mich der Sache ja auch nicht entziehen, dem System, dem bayerischen Schulsystem, das war für mich der Ausgang aus dem Paradies und die 1C war die Vorhölle, ich sag's Ihnen, meine Sitznachbarin da, es war ja für mich alles neu, die Kathi Stechlinger, das war schwierig, die hat gleich am ersten Schultag dann so eine Linie auf die Sitzbank gezeichnet, so, das ist mein Bereich und das ist dein Bereich, das ist eine Grenze, da geht man nicht drüber. Weil Kathi Stechlinger, heute Sprecherin der AfD Allgäu, also sie... Wissen Sie, die hat auch nur Angst gehabt, die Kathi Stichlinger. Angst vor Prüfungen, Angst vor der Fahrradprüfung. Das weiß ich nicht, ob man das nur bayerischen Schulkindern angetan hat. Fahrradprüfung, ich sage Ihnen das, ich konnte Fahrrad fahren, danach konnte ich es nicht mehr. Das waren so 500 Klötzchen in der Form einer liegenden 8, ne? Die waren so aufgestellt und da haben wir als Kinder wahnsinnig Angst gehabt. Die liegende 8, das war unendlich, wissen Sie, die Kathi Stichlinger, das war an sich eine Rotbackerte. Die stand leichenblass vor der Klasse und hat gesagt, ihr wisst frei schon, dass von 10 Jahren ein kleines Kind in die liegende 8 reingefahren ist und nie wieder rausgekommen ist. Unendliche Ängste. Aber ich sage Ihnen das, gerade wenn das so korsettiert zuging,
dann hat das bei mir umso mehr kreatives Potenzial freigesetzt. Ich habe umso mehr nicht mit Markus gespielt. Wir haben auch Sachen gespielt, wo man sagt, das tut uns heute leid. Wir haben so ein Kreuz gehabt, da ist der Jesus abgebrochen. Dann haben wir die Barbie aus der Hollywood-Schaukel mit Heißkleber und Spax da. Ja, nein, es tut uns leid, aber handwerklich war es gut. Also, aber ich habe mir damals was geschworen als Kind, und zwar, dass ich in meinem Leben jeden Tag mindestens eine Minute haben möchte, in der ich vollständig ineffizient handle. Und da ich das heute noch nicht hinreichend getan habe, würde ich sehr, sehr gerne mit Ihnen hier im Zelt am Lerchenberg am Schluss ein kleines Zeichen setzen, ein Zeichen gegen Effizienz. Das können wir gestalten, wie wir wollen. Ich kann auch nicht so genau sagen, wo das hinführt, was da rauskommt. Aber es ist ein schönes Gefühl, weil die Sendeminuten kosten ja auch Geld. Markus, du kannst mal einen ineffizienten Akkord deiner Wahl einstreuen. Und wir hören die Boeing 747, die in Frankfurt landet. Spüren Sie das? Sie werden ganz leicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie vergessen alles, was Sie in der Schule gelernt haben. Sie entformatieren Ihren Kopf. Und nun wünsche ich mir, dass wir abschließend miteinander eine kleine Geste vollführen, eine Geste der Ineffizienz. Das macht keinen Sinn, aber ich freue mich wahnsinnig. Es wäre für mich ein großes Geschenk, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie mal Ihren rechten Zeigefinger hinaufrecken. Sie vorne müssen anfangen. Jawohl, jawohl, einfach, jawohl, genau hinauf damit. Ja, schauen Sie mich nicht so fragen, dann ich weiß auch nicht, warum Sie das machen. Na, jawohl, hinauf damit. Na, schauen Sie mal Ihrem Nachbarn liebevoll in die Augen. Und dann machen Sie auf Schulterhöhe einfach mal Folgendes. Wir probieren das miteinander, und es ist ganz wichtig, machen Sie es bei der Person im Saal, die Sie nicht kennen. Ja. Grenzen überwinden, aufeinander zugehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir probieren es aus, nochmal hinauf damit, und ich zähle runter. Mei, sind Sie brav. 3, 2, 1. Jawohl, und spüren Sie das, was auf einen Ruck durchgeht. Reden Sie miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bemächtigen Sie sich der Waffe des Humors. Und das muss nicht immer, das darf gar nicht logisch sein. Es muss ineffizient und unlogisch sein. I do believe in inefficiency, mein Sir, I'm telling you. Not everything has to be logical in this world. Nehmen Sie das mit, das ist ein Geschenk von mir. Nehmen Sie das mit in öffentliche Verkehrsmittel. Und kommen Sie zu mir ins Allgäu. Ich sage es Ihnen, ich mache bei mir Mutseminare. Mutseminare für ängstliche Innenstadteltern, für Helicoptering Parents. Kommen Sie vorbei. Ich habe eine Gletscherhütte auf 1800 Höhenmetern. Da gehe ich mit den Helicoptering Parents, mit den Kindern hinauf. Das Seminar heißt Loslassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Passt aber auf, Mainz. Dankeschön. Markus Scheidt.